was für ein wunderschöner Tag. Ich habe so unendlich gute Laune, meine Freunde. Und weil ich mir diese wunderbare Laune jetzt am liebsten direkt wieder selber versauen möchte, habe ich heute wieder ein paar spicy Revi-Memes für euch. Beziehungsweise Thomas hat die... Ja! Thomas, warum spielst du Fortnite? Warum spielst du Fortnite und arbeitest es nicht? Thomas! Hör auf, dafür wirst du nicht bezahlt! Hör auf, Fortnite zu spielen! Hör auf, Fortnite zu spielen, Thomas! Die Videos will eh keiner sehen. Das tat kurz weh. Leute, wir lassen Thomas im Hintergrund Fortnite spielen. Thomas hat wieder ganz, ganz tolle Memes rausgeholt. Bevor wir zu diesen wunderbaren Memes kommen, meine Freunde, habe ich hier eine kleine Aufgabe für euch. Und das erklärt euch Zukunftsrevi. Hey Leute, ihr seht's gerade, ich habe einen wunderschönen Hintergrund. Ich bin gerade eine Elfe und sie ist super süß aus meinem Fairytale-Wald. Leute, das hier ist die Greenscreen-Compilation. Jetzt seht ihr wunderbare Greenscreen-Clips, die ihr bearbeiten dürft und bis Donnerstag in einem Video mit verwurschteln könnt. Markiert Thomas und mich auf Twitter, Instagram, Facebook, whatever, überall. Und dann werde ich mir anschauen, was ihr da wunderschönes erarbeitet habt. Ihr lebt euch alle mal gut. Euer Revi, tschüss, schönen Tag noch. Viel Spaß mit dem Video. Bye, bye. Was ist das denn? Jetzt gibst du auf Fresse und du kriegst einen aufs Maul. Ah! Land in Sicht! Du willst mir mehr Krieg? Du kannst Krieg haben. Oh, hey, du auch hier? Nein, Vater! Bitte schlag mich nicht! Nein! Aber nachkommen! Ich geb dir eine Schelle! Das ist wunderschön. Ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen. Ihr habt's gehört, Leute, ihr habt bis Donnerstagabend Zeit, reicht mir die Dinger ein. Ich würde mich sehr darauf freuen, wenn ihr mich auf Twitter bei diesen Clips markiert. Macht irgendwas Geisteskrankes raus. Ich weiß, es ist nicht allzu viel Zeit, aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr trotzdem was Geiles zustande bekommt. Und ich würde sagen, jetzt jumpen wir straight into die unlustigsten Memes aller Zeiten. Richtig unlustig. Richtig, richtig unlustig. Ja, Thomas war mal wieder im Internet aktiv und hat sich hier Sachen rausgesucht. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten, meine Freunde. Es kann schon wieder gar nicht bestimmt anfangen. Komm her, wenn du Eier hast. Na, Praline, brauchst du eine Füllung. Sebastian ärgert seinen kastrierten Kater. Hä? Was ist denn das hier? Warum ist denn da noch ein Meme an der Seite? Ärgert seinen kastrierten Kater. Ja, wenn du Eier hast. Ja, keine Ahnung. Der hat ja noch Hoden, so ist ja nicht. Nur, die sind ja nicht mehr funktions... Das macht keinen Sinn, nix, Meme. Mein Name ist Umberto und ich bin gekommen, um ihre Tochter zu finden. Um was? Umberto. LOL! Haha! Hahaha! 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 Oh! Oh! Ich hab, glaube ich, gerade einen Cringe-Infarkt. Direkt in der Brust. Aua, tut weh. Gar nicht lustig. Nix im Meme. Ihr Flug wurde gestrichen. Okay, wie lange dauert es, bis die Farbe getrocknet ist? Hä? Hä? Ach so, versteht ihr, Leute? Weil der Flug gestrichen worden ist. Der ist nicht abgesagt worden. Nee, die haben einfach neue Farbe beim Flugzeug aufgetragen. Haha. Ah, Revis Leser, das ist ganz schön lustig. Hans, 50 aus unerklärlichen Gründen, Single. Ja, Hans mit Z, interessante Schreibweise. Also ganz ehrlich, Leute, ich kann mir ja mal ein Tinder-Profil machen, mich bei dem Bild einfach bei Tinder bewerben. Ich weiß nicht, soll ich das mal machen, Leute, für ein Video? Einfach mir ein Tinder-Profil zulegen. Und dann können wir mal gucken, ja, wie viele Frauen ich mit meinen geilen Anmachsprüchen rumbekomme. Wahrscheinlich keine einzige, weil ich kein Match bekomme. Das ist traurig, aber bei dem Bild irgendwo nachvollziehbar. Ich würde sagen, 20.000 Likes, Leute, ihr wisst Bescheid. Dann kommt auf jeden Fall ein Tinder-Video, weil mir gehen echt langsam die Ideen aus. Aua. So, und ich habe all dein Spielzeug dem Kindern gespendet. Warum hast du das gemacht? Damit es dir dort nicht so langweilig wird. Ja, lustig, das klingt ja fast so wie ein Erlebnis aus Thomas' kleiner Vergangenheit. Lass mich zocken jetzt. Du musst eigentlich arbeiten. Du fährst die ganze Zeit in einem Golfkart rum, Thomas, bei Fortnite. Ruhe, ich muss Steps hören. Er muss Steps hören, alles klar. Ja, viele wissen das nicht, Leute. Ich habe damals Thomas tatsächlich auch, wie soll ich sagen, adoptiert. Seine Eltern wollten ihn loswerden, jetzt ist Thomas hier. Das Spielzeug habe ich Thomas weggenommen. Dafür hat er jetzt eine Maus und eine Tastatur zum Arbeiten. This girl is on fire. Was zum Teufel ist das? Erstmal, warum gibst du dir nicht mehr Mühe bei Photoshop Actions? Und zweitens, warum gibst du dir die Mühe und machst so einen Blödsinn? Wie heißt die nochmal? Wonder Woman ist es, glaube ich. Oder Mrs. America? Ich weiß es gar nicht. Gibt es Mrs. America? Keine Ahnung, Alter. Ist das Bodypaint? Leute, welcher Anzug hat bitte einen Bauchnabel inkludiert? Das ist irgendwie... Ich würde einfach gerne das nächste Bild sehen und darüber schweigen. OMG, Sebastian, ich bin schwanger. Fuck, die Küche brennt. Ich habe einen Pool gekauft. Meine Freundin spielt nebenan Sims 4 und ich kriege einen Schock nach dem anderen. Ah, jetzt verstehe ich. Weil man bei Sims schwanger werden kann, weil bei Sims die Küche brennen kann und weil sie einen Pool gekauft hat. Ja, die ersten beiden Sachen schocken mich nicht. Das ist tatsächlich Alltag bei uns, dass sowas vorkommt. Aber wenn sie einen Pool kauft, Leute, da raste ich wirklich aus. Also keiner kauft einfach einen Pool ohne meine einfache Erklärung. Das geht gar nicht, ne? Da ist auch dann vorbei an
der Stelle. Dieser Moment, wenn du deine Sprachnachricht einmal anhörst und dich fragst, warum du überhaupt Freunde hast. Leute, ganz ehrlich, ich bekomme so oft Sprachnotizen, die 10.000 Meter... 10.000 Meter lang sind? 10.000 Minuten lang sind und einfach nur Humbug enthalten. Also wirklich Dinge, die kein Mensch braucht. Einfach nur belastend und schrecklich. Und ich muss mich dafür einfach echt entschuldigen, Leute. Ich finde es traurig, dass es solche Menschen gibt, wirklich. Bitte hört auf, mir Sprachnachrichten zu schreiben. Wenn Revi seine 5 Minuten hat, wo kann ich kündigen? Hoffentlich schneide ich mir gleich nicht wieder den Finger ab. Ach, also ich meine, Thomas Blick, der sieht eigentlich aus wie ein zufriedener Angestellter. Leute, hier einmal ganz kurz vielleicht einen Mitarbeiter des Monats-Meme erstellen für Thomas. Hör auf, Fortnite zu spielen, Junge! Lass es gut sein, Alter! Ich bin Mitarbeiter des Monats! Du bist nicht Mitarbeiter des Monats! Bitte dich ausgezeichnet haben, Mitarbeiter des Monats! Ich bin der Einzige! Ich hab noch andere Mitarbeiter, die sind nur nicht hier im Büro, Thomas. Ja? Okay. Und wenn du Mitarbeiter des Monats werden willst, dann muss da schon noch einiges kommen. Einiges mehr. Kann ich jetzt spielen, bitte? Kannst du jetzt aufhören, Fortnite zu spielen? Wie soll ich eine Leistung bringen, wenn ich nicht spielen kann und, ne? Gut, egal. Hoffentlich schneide ich mir vielleicht wieder den Finger ab. Das wäre eine Sache, die ich nicht sagen würde, Leute, weil das Fingerabschneide-Video hat 2,2 Millionen Aufrufe. Also das hat sich schon gelohnt. Ich würde mir das tatsächlich noch mehr abschneiden für Geld. Reden wir nicht darüber, was das genau wäre. Machen wir einfach weiter. Thomas, 19, einfach nur toll und der beste Cutter der Welt. Was ist das? Thomas, du kannst nicht die ganze Zeit Memes selber erstellen, die diese Show mit einbringen. Das funktioniert so nicht! Hör auf damit, Thomas! Hör auf, deine eigenen Memes hier in diesem Format zu platzieren! Du bist nicht der wahre Star dieses Kanals und du bist auch nicht der tollste und netteste Mensch und der beste... Hör auf! Lass mich spielen, ich bin der beste Vater der Welt! Boah, es ist so schrecklich, ich brauche einen neuen, Leute, bitte, soll ich ihn feuern? Chef, darf ich heute ausschlafen? Träum weiter. Yo, danke, Chef, warum lebe ich? Ja, witzig, weil träum weiter heißt ja so viel wie schlaf weiter, also träum weiter. Paluten, der mich hier als Chef adressiert, das ist tatsächlich genauso damals in der Chaos-WG gewesen, bis Paluten mich dann klicktechnisch überholt hat und ich tatsächlich dann die ganze Zeit mein Leben lang unter dem Arbeitsjoch von Paluten gelitten habe. Ja, also Paluten hat da wirklich eine strenge Dominanz in dieser Wohnung gezeigt, hat mich mit Peitschen und anderen Dingen geschlagen, nur damit ich quasi die Hausarbeit vollrichte. Es war eine schlimme Zeit, ich würde da gerne nochmal in einem anderen Video drauf eingehen. Ich bin noch nicht so weit darüber zu reden, es war einfach schrecklich. Aber lustiges Meme, haha, 10 out of 10, spicy, lol. Egal wie Löwe bist, Jamie ist Olive. Oh, fuck, man. Au, aua, aua, aua. Dann ist das so dieses schlecht verzerrte Bild. Leute, Leute, ganz ehrlich, Alter. Egal wie Olive du bist, Jamie ist Oliver. Hört ihr, wie alle lachen? Nein, es lacht niemand, schade. Ja, nice Meme, Jovi Golds. Das, da musste ich schmunzeln, ja? Thomas, vergisst du hin? Oh, jetzt ist er weg, wieder einer weniger. Ja, man kennt das. Warte mal, Thomas? Ja? Hast du eigentlich jeden Tag, also in diesen Revi-Memes-Videos, hast du immer ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeanshose an? Kann es sein, dass du nur ein Kleidungsstück hast? Ja, warum auch mehr, also... Thomas, das ist kein richtiger Looping. Doch? Nee, der ist ja nicht fertig. Ja. Du lässt mich auch nicht machen. Ja, okay. Ja, Thomas hat nur ein Kleidungsstück an der Stelle. Jetzt ist er weg, wieder einer weniger. Das Problem ist, der kommt halt immer wieder, Leute. Er geht ja nicht langfristig. Er kommt immer wieder zurück ins Büro. Ich habe das Gefühl, als hätte der einen Schlüssel hierfür oder so. Ich weiß es nicht. Wenn Revi auf sich selber reagiert und dabei merkt, wie blöd er war. Ja, Moment mal, das war ich ja nicht selber in diesem Video. Es war ja irgendwas zusammengeschnittenes. Also da muss man jetzt schon dann differenzieren auch. Da bin ich dann natürlich als Reaction... reagierende Person in der Pflicht, sage ich mal, da auch den differenzierten Content zu erstellen und zu sagen, nee, da handelt es sich nur um Montage und nicht um mich selber. Meistens reagiere ich darauf, wie blöd ihr eigentlich seid. Das tut dann noch mehr weh als meine eigene Blödheit, obwohl das schon schwierig ist. Sascha beleidigen, weil er dich beleidigen. Lukas beleidigen, weil er nichts gemacht hat. Oh ja, nice Meme, Leute, nice Meme. Ja, das Ding ist halt unsympathisch, TV und ich. Das ist wie bei Julian Bam. Der beleidigt mich die ganze Zeit, aber ich lasse es über mich ergehen, weil es mir nämlich eine Menge Aufmerksamkeit auf meinen Kanal bringt. Und dafür habe ich einfach Evive und den beleidige ich und Evive bringt es auch eine Menge Aufmerksamkeit. Das ist so eine Art Mobbing-Kette, aber auch gleichzeitig Cross-Promo, versteht ihr, Leute? Das ist ein super kompliziertes System. Wenn ihr aber wollt, Leute, könnt ihr euch jetzt mein 10-Tage-Cross-Promo-Programm kaufen. Schaltet einfach ein. Der Link ist in der Videobeschreibung, meine Freunde. Super spitzentoll. Nur 499,99 die erste Woche. Ganz toll. Und die Auflage ist nur limitiert auf 216.000. Super. Was ist das denn, Thomas? Was denn? Digga, du kannst nicht die ganze Zeit... Das... Junge... Das ist nie so passiert. Das ist nicht passiert. Erstmal, Leute, warum guckt ihr Thomas Vlog? Der war scheiße. Ist ja einfach nicht wahr. Ist so kacke in dem Game. Er versucht die ganze Zeit in Seite zu machen, aber er kriegt's nicht hin. Ja,
Man sieht auf jeden Fall Kim Jong-un hier relativ skeptisch. Ich glaube, da ist dann nochmal das ein oder andere hinzugefügt worden. Vielleicht war dann letztendlich doch ein Bild von mir drin, ne? Darüber. Oder die beiden haben sich darüber halt vertragen, dass sie gesagt haben, okay, den hassen wir jetzt beide. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, hier ein Bild von mir, drauf gefotoshoppt. Da sind jetzt, das ist so fucking gruselig hier vorne. Das hier ist das Gruseligste, was ich jemals gesehen habe. Julian Bams Haaransatz mit meiner, Alter, ich meine Melina. Okay, Kelly, okay, Melinas Freundin, okay, Sammy, Jody, Annika, okay. Aber Ju hier vorne sieht einfach echt aus wie ein Charakter aus einer anderen Welt. Verdammt nochmal gruselig, bitte macht sowas nicht mehr. Was hat vier Beine in einer Hand? Ein Rottweiler, der vom Kinderspielplatz kommt. Haha, weil er nämlich ein Kind gegessen hat, versteht ihr, meine Freunde? Oder halt die Hand vom Kind abgerissen hat. Bei der Skala von 1 bis 10, wie gut können sie hören? Ja, können wir so machen. Das trifft ungefähr genau dem zu, wie ich momentan drauf bin. Ich schalte eigentlich größtenteils immer nur noch auf Durchzug, wenn irgendwer mit mir redet, weil ich das Gefühl habe, dass alles, was mir erzählt wird, einfach belanglose Kacke ist. Dementsprechend trifft dieses Meme von RevyMe mir extrem zu. Spicy, nice, lit. Me, Life Goals, ich in einem Loch. Wer kennt's nicht, Leute? Wenn meine Videos so große Cracks sind, dass man nicht aufhören kann, sie zu gucken... Ach nee, das war eigentlich aus meiner Sicht. Das ist aus deiner Sicht? Ja. Thomas, du lebst hier gerade deinen Traum bei mir, okay? Ja, also jetzt gerade schon. Halt's Maul. Jetzt gerade schon. Einfach dann, wer kennt's nicht, Leute, wenn Revi im Loch sitzt, auf euch wartet, um euch von euren Lebenszielen abzuhalten. Bitte macht weiter so, weil ich muss ja auch irgendwie meine Lebensziele, ne, ihr wisst. Ja, wir sind wieder am Ende dieser ganzen Tortur angekommen. Es war mir wieder echt keine Freude, das hier so gemacht zu haben. Einfach nur unglaublich lustig, Leute. Ich habe auf jeden Fall wieder Tränen gelacht und auch geweint, weil ich traurig war zwischendrin. Aber es war letztendlich eine tolle Achterbahn der Gefühle. Schaut auf jeden Fall nicht bei Thomas am Kanal vorbei, weil da gibt's nichts Nennenswertes zu sehen in den letzten Tagen. Und ich würde sagen, das war's von diesem wunderbaren Video, Leute. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Macht auf jeden Fall bei der Greenscreen-Challenge mit. Ihr könnt mich auf Twitter da markieren, Leute. Und auch gerne den lieben Thomas auf Twitter markieren. Dann sieht er das nämlich auch. Und dann, meine Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Einreichung. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüsschen!